herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alien Isolation. Und ja, ich weiß, heute ist es ohne Facecam. Und weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Mit meinem Facecam-Aufnahmeprogramm XSplit läuft es einfach nicht mehr weiter. Die Audio-Glitches kommen immer öfter und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Deswegen mache ich es jetzt weiter ohne Facecam. Sorry, bis ich eine Solution gefunden habe. Wir gehen mal rein und ziehen uns mal gerade um. Ich habe das vorhin schon kurz gestartet. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Ripley, sind Sie das? Mhm. Ja, wait. Ich, Sie, absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert und... Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweisen genauer besprechen. Ripley, Ende. Ja, die Tochter ist ganz genauso wie die Mutter als Köder geendet. Und zwar ist im dritten Teil von Alien, also in dem Film, Ellen Ripley hat mehr oder weniger als Köder fungiert, um das Alien in die Schmelze zu holen. Und sie hat in allen Teilen mehr oder weniger als Köder fungiert. Und die Tochter macht es ihr jetzt nach. Was nicht so richtig cool ist, weil, das Teil sitzt ihr halt im Nacken. Wenn ihr die Alien-Filme noch nicht gesehen habt, dann guckt sie euch wirklich mal an. Das ist also Alien Teil 1 von 1979. Richtig geil und bedrückend. Ist wirklich richtig cool gemacht. Und Alien Teil 2 ist von 1986. Aliens, die Rückkehr. Die Rückkehr heißt es. Und ich laufe jetzt hier einfach mal. Weil wir brauchen uns hier jetzt erstmal nicht vor dem Alien fürchten, glaube ich. Ich muss aber gerade mal gucken, wo wir hier rum müssen. Da hinten kommen wir noch nicht rein, ne? Ne, hier kommen wir nicht rein, weil hier brauchen wir einen verbesserten Ionenschneider. Hier kommen wir auch noch nicht rein. Wir können hier erstmal so ein bisschen in Ruhe durch die Gegend flanieren. Hoffe ich, weil das Vieh jetzt gerade hier nicht ist. Obwohl so ein bisschen in Ruhe ist auch nicht wirklich wahr. Wir müssen hier runter. Hier hinten ist doch noch was von... Ah, guck mal hier. Strebe entfernen, machen wir mal gerade. Mal gucken, was hier in dem Raum ist. Und ja, ich wollte eigentlich weiterhin mit Facecam aufnehmen, aber irgendwie funktioniert das nicht so wirklich. Und ich habe keinen Bock, euch in jeder Folge diesen scheiß 8-Bit-Sound zu liefern. Das ist einfach nur ätzend. Das geht mir selber auf den Sack. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal beschlossen, dass ich das jetzt ohne Facecam erstmal weitermache, bis ich weiß, was das Problem ist. Halt mal gerade, was können wir denn noch machen? Leuchtfackel, Inventar, voll, EMP-Mine können wir noch machen. Ne, brauchen wir Ladungspacks für. Haben wir keine Ladungspacks mehr? Rohrbombe? Mhm. EMP-Granate? Hallo? Achso, EMP-Mine ist das. Blendgranate. Ich glaube, Blendgranate sind wir voll, wa? Wir sind soweit alles voll. Aber Ethanol können wir aber eben mitnehmen.
Oder habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ne, wa? Ist hier drin? Nix. Okay. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, bevor hier die ganze Scheiße am Dampfen ist. Gehen wir jetzt erstmal hier. Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Pumpgun. Geil. Schlüsselkarte. Kann er noch was? Ne. Pumpgun 4 nur. Ich gehe nochmal eben hier hinten durch. Ich habe halt keine Lust, euch die ganze Zeit immer nur irgendwelche Scheiße zu liefern. Was ist das? Ich kann da nichts machen, ne? Ne. Und ich habe keinen Bock, euch jedes Mal dieselbe Kacke zu liefern. Schlüsselkarte benutzen. Und deswegen mache ich das jetzt weiter ohne Facecam. Da hinten komme ich nicht rein. Ich muss hier rechts rum. Nehmen Sie den Aufzug zu Solomon's Gallery. Okay, ich muss hier rechts rum. Ich möchte aber noch mal eben kurz hier hinten gucken. Nenner. Mal gucken, ob ich den jetzt abgeschnatzt kriege. Batz. Okay, den kann ich nicht ausräumen. Na gut. Aber Pumpkin ist schon mal geil, ne? Hihi. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich so ein bisschen Pumpkin-Munition hier kriege. Hoppala. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass das jetzt ohne Facecam läuft. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir hier endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Hier das Knarren und beeilen Sie sich einfach, okay? Machen wir mal. Was ist denn das hier? Oha, wenn ich da drüber laufe, da wird es wahrscheinlich ein kleines Dingsbums geben. Warte mal, ich guck mal eben hier, was ist das? Plasmaschneider benutzen. Gehen wir mal eben hier rein. Können wir mal gerade hier. Uns hier die Zeit gönnen, mal zu gucken, ob wir hier noch was drin finden. Ich hoffe. Oha, was ist das? Oh. Oha, oha, oha. Moment, ich guck mal eben hier, ob hier auch noch irgendwas Wertvolles liegt. Nein, aber hier liegt auch noch was. Was war das? Leuchtfackel. Da haben wir auch noch was. Oh, geil, ey. Geile Scheiße. Wir kriegen hier richtig geile, richtig geilen Scheiß. Uhu. Hier kommen wir nicht rein. Okay, okay. Dann können wir wieder rausgehen. Cool. Das war schon mal richtig geil. Wir sind von da hinten reingekommen, ne?
Also jetzt pass mal auf, wenn wir hier hinten weitergehen, steht hier auch noch so ein Möppel. Was ist das für ein Teil? Ich möchte, bevor ich da hinten hingehe, ich möchte mal eben wissen, was das ist. Das Ding, was hier steht. Kann ich das ausschalten? Na, anscheinend schon. Gut, dann gucken wir nochmal eben hier, was hier hinten ist. Weil ich wollte nämlich jetzt nicht, dass das irgendwie so ein scheiß Sensor... Oh, guck mal hier, ARD-Testbild. Heute um... Das ist doch genau das ARD-Testbild. Ne? Hm. Genau, wie bei uns zu Hause früher in den 70er. Also, da komme ich nicht rum. Gehen wir noch mal eben kurz hier rum. Gepäckausgabe. Passagierbereich. Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht hier rumgehen. Aber ich möchte noch mal eben kurz gucken. Ich bin ja neugierig, ne? Und hier werde ich wahrscheinlich auch... Doch, ich komme hier durch. Halt. Da war ich hier nicht schon mal. Na, hier ist nix. Okay, hier komme ich nicht weiter. Das ist schon mal definitiv. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier zurück und dann gehen wir da hinten weiter. Ich kann ja hier rumrennen. Darum. Okay, und dann können wir hier weiter rumrennen. Aber geht ja auch noch was hoch, ne? Geh mal kurz hier hoch, um zu gucken, ob hier irgendwas ist. Hier liegt nix. Aber hier könnte ich mal eben kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Aber ich glaube es auch fast nicht. Aber sicher ist sicher, ne? Um zu gucken, dass wir nichts übersehen. Da hinten in den Schränken haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Hier auch nicht. Oh, was ist das? Da kann ich nach unten gucken. Auch krass. Ja, guck mal. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Oh, oh. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Hatten wir das nicht schon mal? Hier war ich doch schon mal, ne? Hier plötscht doch irgendwas runter. In der Asservatenkammer. Hier war ich doch schon mal. Spiel mal ab. Rote Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was?
Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Hier war ich doch schon. Ja, hier waren wir schon ganz zu Anfang. So, pass auf. Hier sind wir hergekommen. Wir müssen hier wieder rein. So. So, und dann habe ich ja gesagt, wir müssen hier eigentlich jetzt gleich hier in die 42 rein. Ja. Genau, in die 42 rein und dann in die zweite nehmen Sie den Aufzug zu Solomon's Gallery. Aber da vorne ist auch noch was. Wenn ich nämlich jetzt noch ein Stückchen weitergehe und dann hier rumgehe. Kann ich hier einmal speichern. Bam. Und Strom wiederherstellen. Scheiße. Kann ich hier jetzt natürlich noch nicht, ne? Fuck. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal in die Solomon's Gallery. Gut, dann gehen wir dahin. Mach mal. Pumpkin habe ich nur noch 3. Aber das ist cool, weil mit der Pumpkin. Ripley, Ricardo hier. Sie haben es geschafft. Nicht dank Waits. Es ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Jo, super. Wir versuchen jetzt mal so ein bisschen schnell zu machen. Ich speichere hier nochmal. Und dann gucken wir jetzt nochmal eben, dass wir so ein bisschen schnell gemacht kriegen. Ja, komm mal. Fuck. Haltet nach Bewegungen Ausschau. Könnte überall sein. Ich wusste, dass das Gehalt für diesen Auftrag zu gut war, um wahr zu sein. Na super, jetzt hängen die da hinten wieder rum. So eine Scheiße, ey. Fuck. Mist, und was jetzt? Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. Zuerst oh. Geräusche in den Lüftungsschächten. Dann ist Beten angesagt. Jetzt. Vorsicht, Leute, das Gesicht kenne ich nicht. Sie sind hier nicht willkommen. Was denn? Willst du mich verarschen? Ein
Sag mal. Wo ist denn jetzt mein, meine Pumpkin? Ach, da hinten komme ich nicht rum. Hier komme ich auch nicht rum. Wo soll ich denn hin? Hallo? Spiel speichern. Machen wir nochmal. Hä? Wo soll ich denn hin? Kann ich hier eventuell Tür verschlossen? Da komme ich nicht rum, da komme ich nicht rum zum Raumfahrtterminal. Wo komme ich denn dann her? Ja, da hinten komme ich nicht her. Da komme ich auch nicht her. Da bin ich ja hergekommen. Ups. Ach, guck mal, hier geht's auch noch rum. Oder? Das war doch jetzt derselbe Weg. Ja. Ja, wie soll ich denn da hinkommen, wenn ich da nicht durchkomme? Zum Raumfahrtterminal? Nee, da will ich ja nicht hin. Da komme ich nicht durch. Und da auch nicht. Sensor. Ja, es gibt ja doch keinen anderen Weg für mich, als hier durchzugehen, ne? Was haben wir denn hier? Tür verschlossen. Die Stationstrennungssequenz ist nun abgeschlossen. Wir bedanken uns für Ihre Geduld. Ups. Ups, habe ich mir jetzt gerade selber ins Nirvana befördert, ne? Okay, geil. Okay. Komme ich denn da rum? Da muss doch irgendwas mit dem Cleaning-Bot. Muss doch irgendwas mit dem Cleaning-Bot sein.
entkommen! Was ist denn jetzt mit ihm hier? Kann ich mit dem was machen? Nö. Ich kann hier so gar nichts machen. Das ist so ätzend, ey. Hallo. E aktivieren, alles klar. Ja, genau, mach mal voran gerade hier. Jetzt guck mal, jetzt macht er mal den Cleaning-Bot hier an. Ah, okay. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Okay, mach mal hier ran. Dann komme ich dir hinterher, mein Kleiner. So, dann mach ich mal eben hier. Na, Ladungspack, habe ich alles? E-Klettern, mal eben gucken, ob ich hier durch kann. Ich weiß gar nicht, ob ich hier durch kann. Gucken, ob das funktioniert. Müsste ja jetzt eigentlich an der anderen Seite rauskommen, ne? EMP. Okay. Was ist hier? Hebel benutzen. Okay. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Okay. Super. Passen Sie auf sich auf. Okay, was soll das denn heißen, bitteschön? In einem öffentlichen Bereich. Okay, Leute, ich mach mal hier eine Pause, weil wir haben schon fast 30 Minuten voll. Ich sag mal tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.